Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, und herzlich willkommen zu meinem... Ich weiß echt nicht, wie ich anfangen soll. Also, ja, man könnte es nicht anders sagen als herzlich willkommen zum Kanal von dem Mädchen, das sich zu viel Arbeit auflastet, weil sie denkt, es wäre eine gute Idee und sich dann in Overload kriegt und sich dann fragt, kann ich überhaupt noch irgendwas schaffen? Eigentlich gar nicht lustig. Also, bei mir ist gerade so... Mein geliebter Mac, der hier steht und der heute unsere Lichtquelle ist, wie beim letzten Mal auch schon, der fängt an zu spinnen immer mehr und das hat er ja schon im Sommer, um die Sommerzeit rum schon mal gemacht. Und jetzt hab ich mit meinen Eltern lange geredet und dann haben wir uns geeinigt, dass ihn ewig zu reparieren auch nicht viel teurer ist, als sich irgendwann einen neueren zuzulegen. Und ja, jetzt sind wir beim Punkt, wo ich wahrscheinlich bald einen neuen Mac bekomme. Den haben wir so zwischen Weihnachten und Neujahr bestellt. Und der soll jetzt entweder noch, ja, so lange ist die Woche gar nicht mehr, aber die Woche kommen. Oder eben oder so nächste Woche. Und ich... Es ist irgendwie so komisch, wenn ich das mal, also wenn man sich das so überlegt. Also ich war vor 3, 4 Tagen oder ich weiß nicht, vor geraumer Zeit, sagen wir es einfach mal so, mal beim Aeronix und da war dieses kleine Kind, naja, ich schätze so zwischen 10 und 16. Ja, für mich sind das noch Kinder. Ich darf das jetzt sagen, ich bin jetzt 25, also ich bin jetzt erwachsen. Fragt nicht meine Mutter, die sagt zu mir immer, ich wäre noch 3. Auf jeden Fall habe ich das gesehen, wie das da vor diesem, auch vor den Macs stand und gesagt hat, und dann wie bei der Quengelware an der Kasse angefangen hat, seine Eltern anzuquengeln. Und den einzigen Gedanken, den ich für ein paar Sekunden in dem Moment, als ich das gesehen habe, im Kopf hatte, war, Gott, quengel nicht um dieses Zeug, du willst doch am Ende dann doch wieder nicht. Und dann musst du überlegen, wo du es hinstellst und dann brauchst du einen Schrank oder irgendwas, wo du es draufstellst. Und weil du Angst hast, dass dein Tisch durchkracht, wenn du 2 draufstellst, die 10 Kilo haben und dann musst du abmessen oder musst du irgendwo in einen Schrankladen gehen und dir einen Schrank kaufen. Und dann findest du wahrscheinlich nicht im ersten Laden einen Schrank, musst du wieder in den nächsten Laden gehen oder musst du in 10 Läden gehen und eigentlich willst du nicht mal gerade zur Zeit ins Edeka gehen, weil dir das sogar zu viel ist, weil du einfach am allerliebsten bloß noch im Bett liegen würdest und gar nichts mehr tun. Und das Furchtbarste für mich ist dabei, ich habe gerade so viele Leute um mich rum, die mir helfen, die mich unterstützen, die mir beistehen, die da sind. Und das Schlimme dabei, nämlich, dass ich das Gefühl habe, keiner von denen kann mir helfen, weil ich nicht weiß, was mir helfen würde. Weil ich einfach gerade nur noch erschöpft und müde und überfordert bin. Und eins sage ich dir, Leo, das hilft nicht. Entschuldigt, meine Hase ist gerade an seinem Gitter hochgegangen so. Und ich muss sagen, das hilft nicht. Ja, und ich habe gerade einfach zurzeit das Gefühl, dass alles zu viel ist. Weil... So langsam fängt mein Kopf wieder an, sich zu erholen nach dem Overload und ich kann endlich wieder denken und dann mache ich große Pläne und große Sachen und stelle mir große Dinge vor. Und das Problem ist aber, dass mein Körper irgendwie noch nicht mitmacht und dann schaffe ich es noch nicht mal, diesen ollen Waffelteig. Es ist jetzt kein Witz, ich bin gerade am ultra verzweifeln, weil ich jetzt seit über Weihnachten hinaus. Also ich wollte ungefähr am 23. einen Waffelteig machen, habe mir dann aber gedacht, schiebe ich es nochmal einen Tag. Hätte ich es mal besser nicht gemacht, dann hätte ich jetzt Waffeln gehabt, aber ja. Und dann am 24. war Weihnachten, war furchtbar anstrengend. Dann kamen die Weihnachtsfeiertage, auch anstrengend. Dann habe ich noch gebraucht. Dann in der Woche darauf war auch ganz schön viel los. Und dann war Silvester, dann war Overload und über alles das hinaus habe ich noch nicht mal geschafft, einen ollen Waffelteig hinzukriegen. Ich kriege nicht mal mehr einen Waffelteig hin. Und man kommt sich in solchen Momenten, also ich komme mir dann in diesen Momenten einfach vor wie der letzte Versager. Ich komme mir einfach vor, als ob ich gar nichts mehr auf die Reihe kriege. Also ich denke mir dann immer so, ja, im Normalfall machst du
irgendwas. Und dann machst du noch so nebenbei einen Waffelteig, backst die Waffeln raus und dann hast du und so weiter. Und jetzt schaffst du nicht mal mehr einen Waffelteig hinzukriegen. Das wäre, du musst ja nicht mal den anstrengendsten machen. Nein, du kannst ja einfach nur ein paar Eier, ein bisschen Mehl und ein bisschen Milch in ein Ding tun und rühren und vielleicht noch einen Vanillezucker rein und einen Heidstein-Waffelteig. Aber selbst das ist mir gerade zu viel. Und ich weiß genau, meine Mutter sagt immer zu mir, ich muss Geduld haben, das wird schon wieder, du musst dich eben noch erholen, trink ein Gläschen Milch. Und das, also du musst ja auch nicht alles gleich sofort und überhaupt schaffen und wir helfen dir ja bei allem und ja, und alles das und so weiter und so weiter. Und ich denke mir einfach nur, ja, das mag sein, aber egal wie viel mir helft, dieser Mac kommt. Und wenn ich da nicht vorbereitet bin und so einigermaßen alles vorbereitet habe, dann was mache ich dann? Ich kann den nicht irgendwo hinstellen. Ich kann den jetzt nicht einfach auf den Boden stellen. Oder so. Und ja, oder solche Sachen wie, ich habe mich in dem Punkt einfach übernommen. Mein erster Gedanke war einfach, mein Alter geht kaputt und ich sollte vielleicht noch einen beschaffen, solange ich die Daten von dem runterretten kann. Und habe dabei völlig ignoriert, dass das ja dann auch für mich bedeutet, dass ich eine extreme Veränderung in meinem Zimmer habe. Und zwar eine extreme Blickveränderung. Und davor graut es mir. Und ich weiß einfach auch für mich persönlich nicht groß weiter. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, was jetzt das Beste ist. Ich weiß nicht, wo ich jetzt einen neuen Tisch herkriege, der ein bisschen klein ist, aber am allerbesten mindestens 10 Kilo, 10 Kilo tragen kann, weil dieses Riesending da wiegt Minimum 10 Kilo. Ich schätze sogar eher 12. Also brauche ich irgendwas, was das hebt. Und weil den neueren, den will ich dann auf den Tisch stellen. Und im Moment ist mein anderer Gedankengang, weswegen ich überhaupt was brauche, wo ich den draufstelle. Mein jetziger Tisch, den ich habe, der ist vielleicht stabil, aber ich glaube nicht, dass er den Mac hält. Also nicht zwei. Er hält auf jeden Fall einen, klar, aber nicht zwei. Ja, und bei mir dreht sich im Kopf gerade alles. Ich habe so das Gefühl, dass ich nicht weiterkomme, dass ich immer auf der Stelle trete und dass es irgendwie sich auch nicht mehr, dass auch nicht mehr besser wird. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass ich spätestens in 2 Wochen wieder einigermaßen fit bin und dann denke ich mir im Nachhinein, naja, das war übertrieben, was ich, diese ganze Sorgen und alles. Aber wirklich zur Zeit, muss ich zugeben, dass ich immer, wenn es so, ich schätze, so 23 Uhr rum wird, dass ich dann erstmal da sitze und eine Zeit lang einfach nur verzweifelt bin, weil ich denke, morgen ist ein neuer Tag, wo ich wieder anfangen muss, irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen und das einfach zu viel ist. Ich bin nicht depressiv im Sinne von, es ist so traurig, dass morgen ein neuer Tag ist. Es ist einfach nur so dieser Gedanke, dass ich morgen wieder Zeug schaffen muss, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich heute schon nichts geschafft habe und ich heute schon einfach nur auf der Stelle getreten bin und ich dann nicht weiß, ob ich morgen weiterkomme, als ich es heute überhaupt gekommen bin. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Sinn ergeben hat, aber ich hoffe es. Naja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das kennt oder ob was ihr macht, wenn ihr in solchen Situationen seid. Also meine Mom hat mir immer den Tipp gegeben, eins nach dem anderen und Schritt für Schritt und so weiter. Und ja, und sie hat mir den Tipp gegeben, wenn du das Bedürfnis hast, dich einzuigeln, dann igel dich auch mal, wenn es sein muss, eine Woche ein. Was aber immer ein bisschen schwierig ist, wenn man Termine hat. Naja. So ist es eben. Ja, ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche, ein gutes Wochenende und auf jeden Fall wünsche ich euch viel mehr Energie, als ich es gerade habe. Ja, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, ciao!